Ausgabe des Modern Dog Blogs. Und wie ihr seht, sind wir auf der Heimtiermesse München 2018. Und wir haben jetzt den Stand von Loisachtaler besucht. Max Ketterl ist der Inhaber von Loisachtaler. Hallo Max. Servus. Und, der Max hat mir erzählt, dass er aus einer damaligen Idee raus zu seinem Hundefutter gekommen ist. Wie ist denn das genau entstanden? Ja, es war so, wie damals mein Hund schwer krank geworden ist, Krebs bekommen hat mit 8 Jahren. Auch gestorben ist, habe ich mich dann mit Futter auseinandergesetzt. Die Idee war damals, der Tierarzt hat gesagt, ja, das Futter, das Industriefutter ist sicherlich nicht das Beste für einen Hund. Und dann haben wir gedacht, habe mich mit Futter auseinandergesetzt und habe dann angefangen, Futter selbst zu machen für meine Hunde zu Hause. Ja, und dann ist aus diesem Hobby sozusagen ein Beruf geworden und habe das Loisachtaler Hundenaturhorst gegründet. Super, das heißt, eigentlich ist dein Hund schuld, dass du halt Hundefutter herstellst. Genau so ist es. Also deinem Hund noch sozusagen das Futter gewidmet hast. Und verdanken viele andere Hunde ein gutes Hundefutter. Das ist doch schön. Wo genau. Sie dann länger gesund bleiben. Jetzt habe ich dich auf der Messe beobachtet. Ihr habt eine Verköstigung gemacht für die Hunde. Und wenn wir die Hunde so beobachtet haben, die waren ja wirklich gierig auf das Futter. Also das heißt, ja, die Akzeptanz von deinem Futter ist also fast 100%. Also sehr gut, ja. Ich habe jetzt eigentlich keinen einzigen Hund jetzt auf der Messe gesehen, der das Futter nicht mehr hat. Das heißt, ihr habt also rein jetzt mal von der Geschmack schon mal ein Futter, wo der Hund eigentlich gut davon ausgehen kann, der Hund mag das Futter. Richtig. So, wenn jetzt die einer fragt und sagt, warum sagst du jetzt, ist dein Futter besonders gut? Was gibst du dem für eine Antwort? Ja, das ist einfach eine sehr hohe Fleischqualität. Die Dosen selber ist also sehr viel Fleisch drin. Hund ist ein Fleischfresser und kein Getreidefresser. Und dieses Fleisch ist natürlich, besteht aus 70% Muskelfleisch, 30% Innereien, sind auch keine Schlachtabfälle. Und das will der Hund natürlich gern. Hund will natürlich lieber gutes Fleisch. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Außerdem sind keine synthetischen Vitamine drin, kein Bindemittel. Und vor allen Dingen für einen Verbraucher, für einen Hundebesitzer ist natürlich sehr wichtig, dass er hier kein teures Wasser kauft. In den meisten Dosen ist 35% Fleischbrühe drin, ist nichts anderes wie Wasser. Man kauft ein Drittel der Dose Wasser sozusagen. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es im eigenen Saft gegart, ist relativ fest, matschig, das Futter. Okay. Ja, und das ist für einen Hundebesitzer natürlich finanziell interessant, weil er hier wirklich nur Fleisch bekommt und kein teures Wasser. Genau, was mir jetzt aufgefallen ist, ist ja, dass bei deinen Dosen, also bei vielen Dosen steht ja zum Beispiel drauf, 60% Rind und Nebenerzeugnisse. Das ist so oft der Standardsatz von den Herstellern. Ja. Du machst das ja anders. Richtig. Du schreibst ja genau drauf, was drin ist. Ja, jetzt habe ich gerade Purdosen, da ist natürlich nur Pur drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rindertopf anschaue, dann steht bei dir jetzt zum Beispiel drin, da sind 91% Rind und du tust das sogar noch genauer deklarieren, davon sind 70% Muskelfleisch und 30% Innereien. Das heißt, du gibst auch dem Verbraucher die Möglichkeit, genau festzustellen, was in deiner Dose drin ist. Transparent sei, das Futter sollte ehrlich sein, transparent und von meinem Ding her sollte einfach nur das drin sein, was in der Dose, was auf dem Etikett draufsteht. Genau, was für die Konsumenten ja ganz, ganz wichtig ist, was ja halt immer wieder die Frage ist, ist nur eine Proteinquelle drin, ist ja eines der wichtigsten Fragen, weil es ja immer oft ja das Ausschlussverfahren ja auch haben, wo ein Hund sagt, okay, meiner vertragt jetzt kein Hund, meiner vertragt jetzt kein Rind oder was auch immer. Dann sieht er genau, was drin ist. Genau, und dann weiß er halt, wenn du jetzt einen Rindertopf kaufst, dann ist kein Hund mit drin. Da ist kein Hund mit drin. Es gibt Dosen, aber die steht dann drauf. Genau. Jetzt ein Kaninchentopf, das ist Kaninchen und Rind, aber die steht dann drauf. Ganz genau. Und das ist wichtig, dass der Besitzer eben weiß, der Hundebesitzer zu wissen, was füttert ich jetzt und meinem Hund. Was für Proteinquelle habe, damit er ein Ausschlussverfahren machen kann, wenn sein Hund gegen irgendwas allergisch ist. Genau. Und so, und jetzt gibt es ja noch die eingefleischte Barfer-Szene, die wir ja beide auch gut kennen. Richtig. Und die sagen natürlich, ja, mein Gott, das ist der Rindertopf, ist gut, ich barf jetzt meinen Hund. Und dafür hast ja du auch eine Alternative geschaffen. Richtig. Ich meine, das ist die Alternative zum Barfen. Genau. Viele Barfer nehmen das mit in Urlaub oder wenn sie das Frostfleisch vergessen aufzutauen, haben sie einen Loisachtaler zu Hause, weil einfach der Barfer will natürlich ein gesundes Futter, wo keine Zusätze sind, kein Bindemittel, keine synthetischen Vitamine und kein teures Wasser kaufen. Und das ist natürlich optimal für einen Barfer, die Pur. Genau, also das heißt einfach, wenn jetzt Sie zum Beispiel
Bath kann ich aber jederzeit ab und zu mal eine Purdose geben. Also sicher. Sozusagen, als, wenn ich habe jetzt halt keine Lust, dass ich bath, dann kann klar. ich eine Purdose geben oder ich fahre jetzt in Urlaub, mag mir jetzt, kann ja gar keine eingefrorene Sachen mitgeben, dann habe ich hier einfach eine richtig gute Alternative, was ich als Bath mit verwende. Richtig. Kann. Auch die Bath nehmen auch teilweise Menüdosen mit in Urlaub. Genau. Wir wollen nicht einfach ein gutes, hochwertiges Futter haben. Ja, das ist wichtig. Du hast auch deine Zutaten, deine Fleischsachen, die du hast, die sind ausschließlich aus Deutschland, so viel ich weiß. Bis auf Pferd, Strauß und Lachs. Genau. Ist aus Deutschland, Rindfleisch aus Oberbayern. Super, also man kann sagen, du schaust da genau, wo das herkommst. Die Zutaten sind dir bekannt und deine Abfüllung ist ja in Bayern. Ja, und demnächst ab Sommer in der eigenen Produktion. Im Lösachtal sind wir gerade dabei, die Produktion aufzubauen und ab Sommer geht es ab in die Produktion. Super. Und dann haben wir das ganz selber in der Hand. Super, das heißt, ich fasse einmal zusammen, das Resümee aus unserem kleinen Gespräch ist, der Hund ist eigentlich schuld, dass wir halt da schwingen. Das ist richtig, dass, ja. Den anderen allen sozusagen deine Ideen, deine Philosophie, dein Know-how vom Futter wiedergibst, dass sie einfach in der Lage sind, ihren Hund gesund zu ernähren, weil man darf nicht vergessen, wenn halt ein Hund irgendein Futter bekommt, das nicht gut ist, dann zahlst du später auch für Tierarztkosten. Später beim Tierarzt. Genau, und in deinem Futter hat er einfach alles, was er braucht. Die Topflinie ist auch eine Alleinfutterlinie, das heißt, man kann einfach deinen Hund mit deinem Futter auch vollständig gesund ernähren. Komm mal, auf alle Fälle, der Calcium-Phosphor-Verhältnis ist optimal. Das ist also sehr wichtig bei einem Alleinfutter. Und man kann natürlich sicherlich noch das eine oder andere dazu füttern, ein bisschen Öl einmal dazugeben. Genau. Oder auch die Sorten, durchwechseln. Genau. Zum Beispiel mein Lachs, dass der Jodgehalt passt, Omega-3. Es ist wichtig, die Sorten ein bisschen durchzumischen. Dann kommt er natürlich auf die Bedarfsabdeckung. Genau. Natürlich nicht mit, wenn er eine Sorte alleine die ganze Zeit füttert, sondern einfach ein bisschen durchmischen. Verstehe. Dann passt es. Wenn ihr noch Fragen habt zum Futter, irgendwas, was euch interessiert, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Wir sind gern bereit, die Fragen dann natürlich auch an den Max weiterzuleiten. Ansonsten werden wir alle möglichen Informationen auf der Internetseite veröffentlichen. Wir werden auch die Homepage von Leusachtaler veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr dann nachschauen wollt, wo gibt es das Futter zu kaufen, der Max ist in fast allen namhaften Fachgeschäften drin. Ja. Und also ihr findet mit Sicherheit eine Quelle, wo ihr es bekommen könnt. Und wie schon gesagt, wenn noch irgendwas ist, stellt uns die Fragen. Wir werden euch das entsprechend beantworten. Dann sehen wir uns wieder bei unserem nächsten Blog. Ich hoffe, es war für euch eine interessante Sache mit dabei und bedanke mich bei Max. Recht herzlichen Dank für das nette Gespräch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wiederschauen.